Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, was ist denn da hinten, Katja? Da sehe ich zwei Kisten mit einem Schild. Was ist da drin? Warte. Das stimmt. Oh, oder riecht schon gute Ausrüstung, Deine. Denn wir haben gar nichts insgesamt. Okay, was steht denn hier auf dem Schild? Hä? Achtung, Hai-Tsunami. Was soll das denn bedeuten? Kommt hier ein Hai-Tsunami auf uns zu? Verstehst du, Hai-Tsunami? Hi! Ja, Katja! Hai-Tsunami! Was ist da los? Moment mal. Wir haben hier Blöcke drin. Schau mal, wir haben hier, oh, blau und hellblaue Blöcke und ganz, ganz, ganz viel Glas. Und hier haben wir eine Spitzhacke und richtig toll viele Barrikaden. Und hier diese coolen lilanen Blöcke. Was die ist sehen richtig, richtig schön aus. Guck mal. Es kann wirklich sein, dass jederzeit hier ein Tsunami auf uns zukommt. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Blöcke hier insgesamt. Schau mal, ich nehme mal die blauen hier raus und auch das Glas. Wir also ich sag mal so, im Zweifel sollte man schon schützen. Das stimmt, ja, ja. Wir könnten hier auf jeden Fall eine richtig, richtig, richtig sichere Base gegen den Haifisch-Tsunami bauen. Warte mal, wollen wir dazu hier vorne vielleicht was bauen? Schau mal, vielleicht hier so. Ja, lass es machen. Das wäre gut. Okay, wir haben zum einen super, 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 super doll viel Glas. Vielleicht könnten wir eine Art Aquarium bauen, in dem wir dann drin sind, das dicht ist und wo der Haifisch-Tsunami auf keinen Fall reinkommt. Das wäre gut. Okay, warte mal, Epic. Da würde ich sagen, wir gucken mal, wie groß wir das machen wollen. Ich mache mal hier den Grundriss. Vielleicht können wir das Aquarium so groß bauen. Da geht es in die Richtung, dass auf jeden Fall ein bisschen länger ist, als es breit ist. Ja. Vielleicht so. Schau mal, ich glaube, das ist ganz gut. Wir müssen uns vor allen Dingen auch sehr, sehr, sehr doll schnell beeilen. Es kann jederzeit einfach hier der Haifisch-Tsunami auf uns zukommen. Soll ich den Block auch so blau machen? Oh, das ist eine gute Idee. Yay. Dunkelblau oder hellblau? Wie du möchtest. Ah, dann machen wir dunkelblau. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, ich baue hier schon mal die Wände nach oben. Wir sollten unsere Base auf jeden Fall sehr, sehr doll sicher bauen. Ich glaube, die Aquariumhöhe ist gut genug. Ja, das ist sehr gut. Das bauen wir jetzt natürlich einmal komplett außen rum. Du machst den Boden. Und wir haben auch noch die Energy-Blöcke hier. Stimmt, ja, ja, ja. Ich könnte auch eventuell für die Wände die lilanen Blöcke nehmen. Ich glaube, das wäre auch ganz cool. Warte, warte, warte. Die werden abgebaut. So, die habe ich. Und dann können wir vielleicht diese Blöcke nutzen. Ja, ich glaube, das ist auch gut. Die sollten auch sehr, sehr, sehr doll stabil sein. Okay, dann würde ich sagen, als allererstes baue ich jetzt erstmal hier die Wände aus Glas einmal drumherum, dass wir auf jeden Fall schon mal ein sicheres Aquarium haben. Wir können natürlich hier vorne auch den Ein- und Ausgang hin machen. Den würde ich mal so groß bauen. Da kommen hier natürlich wieder die blauen Blöcke als Boden hin. Und bis jetzt, Karte, sehe ich hier wirklich weit und breit noch ganz und gar keinen Haifisch-Tsunami. Ich sehe auch gar nichts. Nee. Hier ist noch nichts. Okay, wir müssen uns beeilen. No. Der kann jederzeit, ja, ja, auf uns zukommen. Okay, dann werden jetzt hier erstmal die Wände gebaut. Okay, Wände mit Verstärkung sind gebaut. Das ich mache hier so das lustig Dach oben drauf. Du hast den Boden auch schon fertig gebaut. Sehr gut. Okay, ich hoffe tatsächlich, dass hier das Glas in dem Haifisch-Tsunami standhält. Falls nicht, haben wir natürlich immer noch die verstärkten Blöcke in der zweiten Reihe insgesamt. Ich habe auf jeden Fall noch Barrikaden. Die können wir auf jeden Fall hier noch um unsere Base drumherum bauen. Die sollten auch den Haifisch-Tsunami hoffentlich ein bisschen abhalten insgesamt. So, zack, zack, zack. Das Dach ist auch gleich fertig. Dann kommt natürlich noch die Verstärkung von unten hin. Und wir könnten hier unsere kleine Aquarium-Base noch ein bisschen einrichten. Ja, das wäre cute. Lass uns so ein bisschen das hübsch machen. Yeah, so gut wie es geht zumindest. Okay, ich baue von unten jetzt noch die Verstärkung an die Decke. Dazu baue ich hier eine Art kleine Treppe nach oben. So, ja, das passt sehr gut. Und so und so und so. Und wenn du möchtest, Katja, kannst du schon mal die Barrikaden bauen. Schau mal, was ich tue. Oh, sehr gut. Und unsere Base gegen den Haifisch-Tsunami ist auf jeden Fall schon tipptopp doll sicher. Wir haben hier auf jeden Fall eine kleine Eingangstür. Da kann man immer durchgehen. Wir sind zu klein dafür. Oh nein, als wir zu klein sind. Warte mal, wir müssen es ein bisschen nach oben erweitern. Das baue ich ab, das baue ich ab. So und so. Und so passt es perfekt. Da kann man hier mal reingehen. Und hier kann man wieder zumachen. Hallo, schön. Hey. Das ist cool. Okay, ich habe auf jeden Fall hier schon ein paar Fenster reingemacht, dass wir immer den Haifisch-Tsunami im Blick haben, sobald er hier auf uns zukommt. Wir können auf jeden Fall, Katja, hier noch eine Treppe nach oben bauen. So und so. Vielleicht können wir oben ins Dach noch Fenster reinbauen, beziehungsweise hier oben noch welche hin. Und ich werde hier vor unsere Base auf jeden Fall noch ein paar Wände bauen. Die baue ich so ein bisschen angeschrägt in die Richtung, dass die auf jeden Fall hoffentlich ein bisschen den Haifisch-Tsunami aufhalten. Und schau mal, Katja, ich habe jetzt super, super doll viele Schutzwände hingebaut. Das leuchtet alles richtig doll schön. Hier kommen noch Gläser hin. Auch schau mal, perfekt. Doppelt verglast. Oh, ja, ja, ja. Ich hätte meine tipptopp doll gute Übersicht. Schau mal, hier vorne können wir natürlich auch noch ein Fenster reinmachen. Dann haben wir hier alles im Blick. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, Karte, dass wir hier oben schnellstmöglich zumachen, wenn der Haifisch-Tsunami hier auf uns zukommt. Aber ich würde sagen, unsere Base sieht wirklich super, 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 super doll sicher aus. Und Katja, oh, was kommt denn da
Warte mal, wo ist das denn? Tatsächlich, der Haifisch-Tsunami kommt hier auf uns zu. Der ist richtig schon hoch und überflutet hier einfach alles. Epic, wir haben ein Problem. Ich hoffe, das hält das alles hier aus. Ja, ich hoffe auch. Ich mache hier oben mal ein bisschen zu, ja? Ich verglas hier alles doppelt und dreifach. Oh, das ist eine gute Idee. Warte, ich schau mal hier durch. Sehe ich den hier? Ganz da hinten sehe ich ihn am Horizont. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz da runter, beziehungsweise raus. Pass auf, Gata. Warte. Und tatsächlich, da ist der Haifisch-Tsunami. Wie groß ist der denn? Vor allen Dingen hoch auch. Oh nein, der überflutet uns hier komplett. Da bist du. Hallo. Hi. Oh nein. Oh, guck mal, Gata. Die ganzen Bäume werden einfach überflutet. Die ganzen Tierchen werden hier auch weggeschubst. Was ist das denn? Näher, als ich dachte, ich bin doch wieder rein. Pass auf, der ist sehr, sehr, sehr nah. Einfach der Haifisch-Tsunami. Okay, ich komme wieder zu dir in die Base. Ich hoffe, dass auf jeden Fall hier die Wände ein bisschen den Tsunami aufhalten. Ja, ich komme zu dir, Hier wird natürlich zugemacht. Werden die Blöcke brüchig? Also, ich glaube schon. Warte. Ich schau mal von hier oben. Der ist schon hier. Oh, ist hier alles gut? Oh, noch ist alles gut. Das Glas wird, glaube ich, nicht brüchig. Was ist denn da los? Ja. Oh nein. Okay, die Wände halten es auf jeden Fall auch relativ gut aus. Ja. Oh, ich muss zumachen. Der ist direkt über uns. Okay, ich habe zugemacht. Hier wird natürlich auch nochmal doppelt zugemacht. Die Treppe brauchen wir auf keinen Fall mehr. Oh nein, wir können hier nicht mal rausschauen. Das ist ein Haifisch-Tsunami. Wie sieht der denn aus? Aber bis jetzt sind die Blöcke ja eigentlich noch in Ordnung. Das stimmt. Hier ist auch alles stabil. Die Glasblöcke gehen zum Glück auch nicht kaputt. Und hier ich dachte, sie wären brüchig geworden. Ist der Tsunami auch so nicht? Oh. Warte mal, ich schau mal ganz kurz hier lang. Da kommt der Haifisch-Tsunami. Da ist er. Ich mach jetzt zu, nicht reinkommen. Das war eine knappe Nummer. Okay, der ist jetzt überall um uns drum herum, Katja. Der Haifisch-Tsunami hat uns jetzt komplett umschlungen. Wir kommen nicht mehr raus hier insgesamt. Aber die Barrikaden stehen auch noch. Ich glaube tatsächlich hier, unsere Base ist super stabil. Anscheinend. Ach, warte mal, wir haben ja nochmal Glas drumherum. Ja, Glasschicht haben wir nochmal drumherum. Hier ist alles so doppelt gesichert. Ah, deswegen werden die hier nicht brüchig. Das stimmt. Verstehe. Oh, wie gut. Okay, ich glaube tatsächlich, dass wir hier sehr sicher sind. Okay, wie lange denkst du, können die hier jetzt verweilen, Epic? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, es sieht alles noch gut aus mit den Blöcken. Nichts gegen... Die Gläser sind zerbrochen. Wieso sind die Gläser brüchig? Die werden brüchig. Katja, wir müssen hier... Was ist da los? Die ganze Gläser sind kaputt gegangen. Oh, ist unten. Oh, nee, nicht nach unten. Der Haifisch-Tsunami ist unten drin. Ist er reingeflossen? Warte mal, okay. Mach dir mal zu. Die Blöcke, die werden brüchig. Oh nein. Katja, gleich kracht hier alles zusammen. Was sollen wir denn nur machen? Wir müssen hier raus, Epic. Müssen tatsächlich raus. Wie sollen wir das denn schaffen? Wir haben gar nichts. Ich hab nicht mal Holz. Ich habe zwei Erde. Oh nein. Wir müssen die Luft anhalten. Schaffen wir das? Wir müssen bis ganz nach oben raustauchen. Okay, warte mal. Ich baue mal hier so eine Art Weg nach oben. Schau mal, so. Ja. Kannst gerne mit reinkommen. Ja. Dann baue ich hier jetzt wird's eng. Zu. Oh ja, es wird echt ein bisschen eng. Achtung. Ja, danke. So und so. Perfekt. Okay, dann baue ich mich jetzt nach oben durch insgesamt. Und der Haifisch-Tsunami kommt uns hier entgegen. Luft anhalten. Okay. Ich sehe nur Haifische. Ich sehe gar nichts mehr. Schnell nach oben. Wir müssen richtig weit nach oben tauchen, Katja. Es geht nach oben. Oh, noch zwei Luftbläschen habe ich. Hier überall sind Haifische und... Hier ist oben. Wow, schau dir das hier mal an. Der komplette Tsunami besteht hier einfach aus gruseligen Haifischen. Ich sehe absolut nichts und hier geht's nach unten tatsächlich. Nach unten, Luft anhalten. Nee. Hier wurde wirklich allesamt überflutet. Was ist das denn hier? Hallo. Okay, dann geht's hier unten weiter. Wir müssen schnellstmöglich hier weg von dem miesen, riesengroßen Haifisch-Tsunami. Die Glasscheiben sind einfach zerbrochen. Und dadurch wurden die Blöcke einfach brüchig. Oh nein, unsere Base ist einfach vollgelaufen mit dem Haifisch-Tsunami hier insgesamt. Das ist so gruselig. Ja. Okay, Epic, warte mal. Wir haben es ja auf jeden Fall entlang geschafft. Festhalten hier nach unten. Die Haifisch-Tsunami-Welle ist auch wirklich riesengroß. Hallo, Katja. Hi. Pass bloß auf. Schau mal, wie riesig die ist. Die geht hier einmal komplett außen rum. Das ist absolut gar nicht gut. Aber zum Glück haben wir es geschafft, eine relativ starke Base zu bauen, die leider kaputt gegangen ist. Aber hier vom Tsunami zu flüchten. Schau dir das hier mal an. Die Tsunami-Welle ist sogar hier schon. Hier hinten läuft es auch weiter. Es wird einfach allesamt hier überschwemmt. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.